Einen wunderschönen, da bin ich auch mal wieder, euer Odin, mit einem neuen Hardware-Video, beziehungsweise ich habe nicht gezeigt, wie ich es angeschlossen habe, aber viele haben danach gefragt. Ich hatte nämlich bei Odin was shoppen, euch was gezeigt. Ich werde euch die auch gleich nochmal genauer zeigen und auch erklären, warum und weshalb. Ich habe mir von Tinder, seht ihr hier schon mal die... Der Firmenname habe ich mir, also nicht ich, hat meine Mutter sich bestellt, über mich WLAN beziehungsweise ein WLAN-Adapter und DLAN. Und zwar, meine Mutter wollte halt nicht so viel Geld ausgeben, wollte aber was haben, wo sie halt Internet in jedem Raum haben kann, wenn sie das will, über Steckdose, was jetzt auch fast jeder Raum hat. Ich werde euch das auch gleich erklären, in welchem Raum, wo was ist und warum. Und die Dinger kann man auch updaten, die sind für einen schmalen Taler zu haben. Also ich habe jetzt einmal das Starter-Kit mit P101P. Das ist dieses hier. Ich habe dann das Starter-Kit P100x2. Und dann habe ich das Starter-Kit P201A plus P200. Und für alle Viere hat Mutter jetzt bezahlt 137 Euro ein paar zerquetschte, glaube ich, waren es. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich packe euch die Links natürlich unten runter. Ich werde euch auch gleich die ganze Technik zeigen. Ich will auch nur erklären, warum so viele und so verschiedene. Einmal haben wir dann halt, wie gesagt, dieses. Das ist mit Strom. Das werde ich euch auch gleich zeigen. Da ist einer im Wohnzimmer an der Fritzbox und der andere im Wohnzimmer, nee, der ist bei meiner Mutter oben. Der ist bei meiner Mutter oben in ihrem Zimmer, wo die Fernseh guckt. Weil mein Vater, der guckt immer Krimis und das kann meine Mutter nicht ab und der rucht so viel und das kann meine Mutter nicht ab. Deswegen guckt die ihr Romanz-TV. Ja, es gibt diesen Sender wirklich. Romanz-TV. Guckt die dann halt oben bei sich im Zimmer. Weil die haben meine Eltern am Haus. So. Im Wohnzimmer ist dann halt dieses dran, noch in der Nähe vom Fernseher, dass der Fernseher Internet hat und der Receiver, da ist ein kleiner Zweifachverteiler noch dran, da hat der Receiver Internet für Smart TV und die ganze Kacke und der Fernseher, damit die Updates ziehen können. Und der andere ist im Schlafzimmer dran, bei meinen Eltern. Dass da der Fernseher und der Receiver, auch wieder so ein Zweierverteiler, dass der Fernseher und der Receiver auch dort Updates ziehen können. Dann haben wir dieses. Das hat, das große hat WLAN und das kleine nicht. Das ist halt alle, sind alle Starter-Sets, die man eigentlich praktisch, da kommt der Router drin und das woanders hin, aber man kann die halt untereinander kombinieren. Und da habe ich das im Kinderzimmer oben, wo die Kinder pennen, am Fernseher bzw. Receiver. War der Fernseher? Oh, ich komme bei meiner Mutter mit den Geräten auch durcheinander. Ich glaube, war der Receiver mit diesem Smart TV für Kika und Togo und naja. So, und da ist auch ein Zweierverteiler dran für den PC von meiner Mutter, dass da die Kinder auch mit Togo.de und was, ne, wisst ihr, was ich meine. Und das ist im, da seht ihr das? Ja, das ist unterm Pavillon im im Garten dran, weil wir hatten es mit einem Repeater versucht, dass wir mit auf der Terrasse einen Repeater ranmachen und dass wir das Funksignal ausweiten können bis in den Garten. Hat aber nicht geklappt, ist nur ganz minimal angekommen im Garten. Und da haben wir uns jetzt gesagt, jetzt holen wir Ditte und dann haben wir im Garten komplett. Und wir könnten da auch ein Kabel anschließen, weil demnächst kommt dann noch ein Internetradio, was man dann halt über Kabel ranmachen kann. Das wird dann da angebunden oder per WLAN. Meine Mutter ist sich da noch nicht schlüssig, dass sie dann im Garten auch das hat. Und dann kommt da eine Kabelei weg und dann hat sie da mit ihrem Handy im Garten vernünftig und kriegt über WhatsApp vernünftig Nachrichten und ihr verbraucht ihr Datenvolumen nicht. Und der Alte könnte dann halt auch mit einem Laptop im Garten sitzen und E-Mails prüfen und was weiß ich. So, das ist der Grund, weswegen ich das so für meine Mutter bestellt habe. Wir haben das zusammen ausgesucht und ich werde jetzt die einzelnen Pakete nochmal öffnen. Die waren alle schon geöffnet. Ich habe die auch alle schon angeschlossen. Das hat auch wunderbar funktioniert. Man kann auf der Webseite, die werde ich euch auch drunten verlinken, auch die aktuelle Software für diese jeweiligen Produkte runterladen und installieren. Das funktioniert gut.
Aber wir fangen jetzt einfach an mit dem Auspacken. Wie gesagt, es war schon ausgepackt. Ich wollte es eigentlich mit euch zusammen auspacken. Meine Mutter wollte es aber so schnell wie möglich haben. Also habe ich es ihr angeschlossen und jetzt ist meine Mutter mit meinem Vater heute mal nicht da. Die sind weg. Und da habe ich dann Mutter gesagt, ich hole mir das nochmal schnell zurück, dass ich für euch dieses Video machen kann. Und da hat sie aber dann auch gemeckert, das muss aber wieder zu Hause sein, wenn ich da bin. Sag ich, ja, Mutti. So, das ist jetzt der P101P Kit, also zweimal P101, also 101P, so ist es richtig. Die Originalkabel habe ich nicht benutzt. Ich werde euch jetzt mal die Geräte zeigen. Das sind diese beiden. Hier vorne verstecken sich auch die LEDs dahinter, finde ich stylisch. Sehr cool. Da haben wir da unten dit und dit. Alles gleich. Hier haben wir dann an der Seite den Reset-Knopf. Der verbirgt sich da auch. Oder den zum Verbinden sozusagen. Ich werde euch mal ein bisschen runter machen. Das seht ihr ein bisschen besser. So. Hier sind auch die Anleitungen. Die Kabel habe ich nicht benutzt, weil die von der Länge nicht ausgereicht haben. Deswegen, meine Mutter hat von mir, von Ligavo, ein paar Kabel dran, die dünn sind, die man unter den Teppich durchmachen kann, ohne dass da oder eine Seite rum und dann beim Schrank hoch, dass das nicht auffällt. So, das ist auch die deutsche Anleitung. Die ähnelt sich in den einzelnen Produkten logischerweise. Bloß, dass da die Geräte ausgetauscht sind. Der einzige Unterschied ist bei dem WLAN-Ding, da ist dann nochmal wegen der Software. Die Software könnt ihr euch auch auf der Webseite ohne Probleme runterladen. Also ich habe eigentlich alles relativ schnell angeklemmt gekriegt bei meiner Mutter, ohne irgendwelche Probleme, muss ich sagen. So. Und die hatten ein schönes großes Grundstück, da konnte man jetzt schön über weite Wege schön alle testen. Da konnte ich denn, bin ich dann ein paar Mal hingefahren, habe das getestet, habe mir das alles nochmal angekickt und so. War ich begeistert von meiner Arbeit. So, und sind jetzt die beiden Geräte 1000, P1000, also glatt nur P1000 ohne 1P oder so. Die sehen auch beide identisch aus. Unten, da ist WLAN und der Reset-Knopf bzw. Paar Reset steht da drauf. So, und dann haben wir hier auch einen grünen Punkt QC40. Ja, und dann haben wir hier die Luftlöcher an den Seiten. Oben ist glatt. So. Ja, das sind die Beine. Da sind auch Kabel nicht benutzt. Da habe ich auch längere genommen. Und hier haben wir das dann anders beschrieben. Das ist die englische und die französische sind das. Also die Beschreibung ist sehr gut. Bei dem WLAN-Ding ist aber in der Beschreibung zu stehen, dass eine CD mit bei ist. Diese ist bei mir nicht mit bei gewesen. Also wenn ihr das auch mal holen solltet, sagt mir mal Bescheid, also schreibt in die Kommentare, ob das bei euch auch der Fall war oder ob bei euch die CD mit bei war. Aber wie gesagt, die Software ist auch kein Problem, die kann man sich auf der offiziellen Webseite runterladen. Die werde ich euch unter dem Video natürlich auch verlinken. Und für einen kleinen Geldbeutel erfüllt das locker seinen Dienst. Ich habe ja zu Hause was anderes. Und die großen, die haben auch beide, was ich euch eben gezeigt habe, beide Gigabit. Das ist jetzt bei dem jetzt hier etwas anderes. Das ist 300 Mbit ist das nur. Das ist auch ein Starter-Kit. Das, wie gesagt, der 201A plus das 200, P200. Und das sind diese beiden. Haben wir einmal diesen kleinen, der im Router rangemacht, also in der Nähe vom Router rangemacht wird, dass es in eine Steckdose geht und hier Internetkabel. Und den kann man sehen, irgendwo anders hin machen und man hat Internet und gleichzeitig WLAN. Wir haben hier auch
WPSA, Reset und Paar. Ja, und das kann man dann alles über den Laptop, sobald das in der Steckdose ist, einstellen. Da sind auch die LEDs. Wir haben hier auch LEDs. Ja, und die, ich muss den jetzt nicht als Basis nehmen. Ich kann den auch als weiteren Repeater nehmen, um den in eine Steckdose zu machen und hier mein Internet irgendwo anders im Raum zu haben. Oder in einem anderen Raum. Werde ich mal so machen. Und wie gesagt, ich habe das bei meinen Eltern ausgiebig jetzt testen können, weil meine Eltern ein großes Haus haben, über zwei Stöcke, also Erdgeschoss und erster Stock besser gesagt, und dann halt bis in den Garten das gemacht habe. Wie gesagt, einer im Garten, im Wohnzimmer der Empfänger, also die Sendeeinheit, wo denn halt ins DLAN reingeht und gleichzeitig einer in der Nähe vom Fernseher, weil das auf der anderen Seite vom Wohnzimmer ist, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Muttis Arbeitszimmer, Entspannungszimmer, was weiß ich, wie man es nennen will. Alle sechs sind wirklich im Dauereinsatz und werden benutzt. Und meine Mutter ist damit sehr zufrieden. Das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Wenn ihr da noch Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, was hat sie bezahlt? 137 Euro ein paar Zerquetsche für alle sechs, also für alle drei Kartons mit jeweils zwei Stück drinne. Ich werde in die Videobeschreibung die Amazon-Links dazu packen, wo ich das für meine Mutter geholt habe. Und ich werde euch die Seite von Tinder auch noch reinmachen. Da findet ihr dann unter Home und dann unter DLAN findet ihr die einzelnen Modelle. Und da könnt ihr euch dann auch die dementsprechende Software runterladen oder die Updates, je nachdem. Ich bin dann erstmal weg. Ahoi, sagt euer Odin.